Hallo und herzlich willkommen zum ersten Testspiel der Sommervorbereitung hier aus Südtirol, aus Kienz, wo wir gegen eine Regionalauswahl des ASV Kienz spielen. Beide Mannschaften laufen gemeinsam mit den teilnehmenden Kindern unserer Arminia Fußballschule hier in Südtirol ein. Und es sollte ein wahrer Torreigen werden. Das erste Tor fällt in der 14. Minute. Christopher Schöpp über links, der zweite Ball kommt in die Mitte und Merville Bianchiardi erzielt das erste Tor im Arminia-Trikot. Nach 14 Minuten steht dort beim Abpraller genau richtig. Beim zweiten Tor läuft es genau andersrum. Bianchiardi im 16er sieht Christopher Schöpp, der links mit reinläuft und zum 2:0 trifft. Früher selber noch auf der Südtribüne, jetzt erzielt Christopher Schöpp das erste Tor für Arminia Bielefeld. In der 39. Minute das dritte Tor. Ecke Oppi, Kopfballklos und unser Rekordtorjäger kann sich auch in die Torschützenliste eintragen. Nur wenige Minuten später ist es wieder Klos. Wird von Christopher Schöpp bedient, lässt einen Verteidiger aussteigen und erzielt kurz vor der Pause sein zweites Tor und das 4:0 für unseren DSC. Kurz danach ist Halbzeit. Unser Trainer Mitch Kniert nutzt die Gelegenheit und wechselt alle 10 Feldspieler einmal durch. Rein in die zweite Hälfte und die beginnt direkt stürmisch. Mizuta kann links im Strafraum bedient werden, legt quer und da läuft Lukas Kiewit ein. Der Kapitän unserer letztjährigen U17-Meistermannschaft trifft hier und erzielt sein erstes Profitor. Weiter geht die wilde Fahrt. Christopher Lannert kann den Ball gewinnen, bedient Manuel Winzheimer und der ganz trocken mit links in die lange Ecke, 6:0 für den DSC. Manuel Winzheimer zuletzt 3 Tore gegen Aalen im Testspiel, hier mit seinem ersten Tor des Tages. Weiter geht's. Henrik Koch über rechts, gibt in die Mitte, da rutscht der Ball durch zu Aygün Yildirim, der mit in den Strafraum gelaufen ist. Auch er erzielt sein erstes Tor im Arminia-Trikot. Und dabei sollte es nicht bleiben. Wieder ist es Christopher Lannert, der mit einem scharfen Ball in die Mitte. Aygün Yildirim bekommt den Ball und verwandelt trocken in die lange Ecke. Doppelpack innerhalb von wenigen Minuten für unseren Flügelflitzer Aygün Yildirim. Dann kriegt Nassim Boujelab den Ball am 16er, wird gefoult und das gibt direkt einen Freistoß. Ein Fall für Manuel Winzheimer, der ja gegen Aalen schon einen Freistoß direkt verwandeln konnte. Auch hier traut er sich den Ball wieder zu und trifft erneut. Manuel Winzheimer mit einem direkten Freistoß zum 9:0. Und direkt das Zeichen von Manuel Winzheimer zur Trainerbank. Hier ich bin der Mann für die direkten Freistöße. Da muss auch Trainer Mitch Kniert lachen. Eine Zeigerumdrehung später gibt's den nächsten Freistoß. Diesmal darf Nassim Boujelab schießen. Und auch er trifft. Das 10:0, unser Mann mit der Nummer 10, macht's zweistellig. Aber wir sind noch lange nicht am Ende. Christopher Lannert, 2 Torvorlagen hat er schon. Mit der Flanke zu Manuel Winzheimer und der trifft per Kopf in die lange Ecke. Hattrick für beide. Manuel Winzheimer erzielt im zweiten Testspiel seinen zweiten Dreierpack und Christopher Lannert hat schon 3 Torvorlagen gesammelt. Aber damit war noch nicht Schluss, das Dutzend machen wir noch voll. Sam Schreck mit dem Ballgewinn, dann der tiefe Pass zu Aygün Yildirim, der liegt quer und Kaito Mizuta erzielt das erste Tor und den Schlusspunkt des Tages, trifft trocken in die lange Ecke. Wir gewinnen unser erstes Testspiel im Sommertrainingslager mit 12:0 gegen die Regionalauswahl aus Kienz und bedanken uns beim ASV Kienz für die tolle Organisation dieses Testspiels. Nach dem Spiel gab es erst noch Fotos und Autogramme für die Kinder der Arminia Fußballschule. Dann haben wir mit Kaito Mizuta und unserem Trainer Mitch Kniert gesprochen. Kaito Mizuta, du hast dein erstes Tor im Arminia-Trikot geschossen. Erzähl uns, wie fühlt sich das so an? Ja, ich fühle mich sehr gut. Mein erstes Tor. Heute war ein gutes Spiel. Ja, ihr habt heute 12:0 gewonnen gegen diese Regionalauswahl. Ist das ein Ergebnis, was sich zufriedenstellt? Ja, schon. Und ja, wir machen heute war gut gemacht. Und letztes Spiel auch. Erstes Spiel war noch nicht so gut, aber trotzdem nur direkt 2 gewonnen. War wichtig für uns. Ja, insgesamt jetzt schon 4 Tage im Trainingslager, haben wir schon ein bisschen was gesehen, ein bisschen was erlebt. Wie gefällt es dir hier im Trainingslager? Ja, immer zusammen, essen, schlafen, so Zimmer auch. War für uns so sehr, sehr wichtige Zeit einfach und ja. Wie zufrieden bist du hier mit den Trainingsbedingungen hier am Trainingsplatz in Kienz? Ja, so schönes Lasen, schöne Natur. Gestern war so heiß, aber heute war so gute Wetter, ja. Mitch, 12:0 im ersten Testspiel hier im Trainingslager. Bist du mit dem Ergebnis zufrieden? Ja, absolut. Aber nicht nur mit dem Ergebnis, sondern mit der ganzen Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Das ist schön. Die ersten 4 Tage im Trainingslager sind vorbei. Wie gefällt es dir hier? Wie sind die Bedingungen? Wie ist der Platz?
Ja, ist gerade Halbzeit, ne, vom Trainingslager und Platz ist gut, Hotel ist super, was ich auch immer top finde, dass die Jungs halt auch immer wieder Gegebenheiten haben, um sich ja, irgendwo zurückzuziehen zu 4, zu 5 und das sieht man halt die ganze Zeit im Hotel und das gefällt mir natürlich umso mehr. Du hast es mitbekommen, wir sind nicht alleine hier, die Arminia Fußballschule ist auch dabei und Sandra ist jetzt gerade bei mir. Sandra, du darfst jetzt auch mal eine Frage stellen, ich gebe dir mal das Mikrofon. Ist für dich heute das Spiel gut gelaufen? Also für dich? Jetzt muss dem Trainer das Mikrofon noch einmal hinhalten. Ja, auf jeden Fall. Also ihr habt es ja auch gesehen, das Ergebnis war ganz gut und deswegen bin ich auf jeden Fall zufrieden mit der Leistung. Super. Bist du auch zufrieden? Ja. Sehr gut.